jegliche Anlagenkategorie, Bauschutt, Recyclinganlagen, Steinbrüche, aus folgenden Gründen ausgewählt als Schwerpunktthema. Zum einen haben wir in Freistaat Sachsen sehr viele solcher Anlagen. Zum anderen haben wir auch als Landesamt, der wir schwierige Einzelfälle mitbetreuen, fachlich mitbearbeiten, eine ganze Reihe von solchen Fällen immer wieder auf dem Tisch, wo es um die Bearbeitung schwieriger Probleme geht. Wir haben selber in diesem Bereich Projekte initiiert und auch fachlich begleitet und die Ergebnisse präsentiert. Und letztlich ist es uns dann eben auch wichtig, dass wir vielleicht Impulse für die Weiterentwicklung von Regelungen, sei es nun VDI-Richtlinien, BVT-Merkblätter, dort mit einspeisen und dort auch mit voranbringen können. Neue Emissionsrichtlinie über Industrieemissionen haben die BVT-Merkblätter einen weitaus höheren Stellenwert bekommen, als es früher der Fall war. Diese eher unverbindliche Anwendung im Rahmen von Genehmigungsverfahren sind jetzt durch eindeutige Fristsetzungen ausgetauscht worden. Das heißt, ich muss jede Genehmigung ab einem bestimmten Zeitpunkt, sprich ab Veröffentlichung des BVT-Merkblattes, überprüfen, inwieweit diese Genehmigung dem fortentwickelten Stand der Technik, der eben in diesen BVT-Merkblättern beschrieben wurde, es noch entspricht. Das heißt, letztendlich kommen auf die Genehmigungsbehörden zusätzliche Aufgaben zu, die sie dann in ihrem normalen Betrieb umsetzen müssen. Glaube ich, die sehr komfortable Situation, dass wir bislang die IVU-Richtlinie schon sehr bereitwillig und weitgehend umgesetzt haben und von daher vor dem Hintergrund der AED mit wenig zusätzlichen Aufgaben in Bezug auf die Personalausgestaltung auskommen. Weit weniger, als es viele Mitgliedstaaten in Europa haben werden. Nichtsdestotrotz, es wird ein gewisses Zusatzbedarf geben, da die intensivierte Mitarbeit für die Erstellung der BVT-Merkblätter, aber auch die erhöhten Überwachungsanforderungen natürlich auch Personal erfordern. Von daher gibt es Veränderungen, aber wie gesagt, verhältnismäßig geringe im Vergleich zum restlichen Europa, so ist meine Einschätzung. Wenig Spielraum. Wir haben eine klare Vorgabe, innerhalb von 4 Jahren müssen die BVT-Merkblätter umgesetzt sein. Und der TH-Luftausschuss arbeitet ja entsprechend vor, sodass es durchaus gelingen kann, innerhalb der 4 Jahre diese Umsetzung hinzubekommen. Wir versuchen ja in dem TH-Luftausschuss nur die Punkte herauszuarbeiten, die wirklich essentiell sind. Das heißt, die Vollzugsbehörde später es recht einfach haben wird, anhand klarer Vorgaben die Umsetzung durchzuführen. Und wir haben jetzt im Augenblick 2 BVT-Merkblätter fertig für Glasindustrie und Stahl- und Eisenherstellung. Da hat die Frist ja schon begonnen mit dem März 2012. Ich hoffe, dass wir im Jahr 2012 auch die entsprechenden Empfehlungen fertig haben. Dann bleiben noch über 3 Jahre Zeit in der Umsetzung und das muss eigentlich langen. Vorwiegend dann Staub, wenn die Maschine leerläuft. Also muss ich verhindern, dass die Maschine ohne Material betrieben wird. Und das erreicht man im Prinzip durch ein vorgeschaltetes Silo mit einer entsprechenden Regeltechnik. Manchmal sind es wirklich Kleinigkeiten, die große Wirkung erzielen. Wir arbeiten mit reflektierten Abluftklappen. In dem Fall wird der Schall einfach schräg nach oben gelenkt.
Das sieht sehr simpel aus, aber hat wirklich einen Rieseneffekt, dass der Bereich, in dem sich die Leute bewegen, wesentlich höher ist. Wassertropfen, welche mit Staubteilchen in der Luft kollidieren, sie eingliedern und zu Boden fallen lassen. Ein weiterer Punkt, der bei den anderen Vorträgen bisher auch immer angeklungen ist, ist die Frage der Wasserbevorratung und der Wasserbereitstellung. Hier haben wir gerade gehört, die Forderung nach Anschluss an Trinkwasser. Im Tagebau bei den Steinbruchbetreibern sucht man natürlich nach Lösungen, die kostengünstiger sind. Dort geht es dann meistens in die Richtung, dass man versucht, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und das Wasser, das sich im Pumpensumpf des Steinbruchs sammelt und meistens dann irgendwann sowieso gepumpt werden muss, direkt für die Besprühungsanlage zu nutzen. Wie heißt der bekannte Spruch? Nach der Veranstaltung ist vor der Veranstaltung. Diese Veranstaltungsreihe im zweijährigen Rhythmus wird auf alle Fälle weitergeführt. Wir gehen also nach Auswertung der ganzen Ergebnisse dieser Veranstaltung in Klausur und überlegen, welches Schwerpunktthema werden wir für unsere Veranstaltung im Herbst 2014 auswählen. Und dann werden wir natürlich auch schon erste verwertbare Ergebnisse in der Umsetzung der IED mit einspeisen und dann auch wiederum Fortschritte erzielt haben, neue Erkenntnisse im Bereich der Standardtechnik, Weiterentwicklung und vielleicht auch das ein oder andere Projekt, was bei uns in der Schublade noch steckt.